Hey Leute, willkommen zurück bei Risen's by Dark Waters. Hallo Landratten, kommt mit, wir gehen hier wieder auf unsere Insel und ich sollte das nicht vergessen, und zwar nehmen wir jemanden mit. Natürlich. Komm mit. Komm mit. Ei. Okay. Ruckelt ein kleines bisschen wieder. Ja, Jafar ist hier drauf. Ja, dann werden wir mal hier drauf klatschen und rennen mal ein bisschen. Die Gegend kennen wir ja alle schon und haben auch schon gelabert. Ja, die gewohnten Ladeprobleme, wenn ich mal wieder das Spiel gestartet habe, dass nichts ungewöhnliches ist, kennen wir ja in der Zwischenzeit mehr als genug. Ich, damit ihr wisst, hier so eine Aufnahmesession ist so alle 4-5 Parts mache ich eine neue Aufnahmesession. Und so in die Länge ist das so. Und jetzt will ich mal was gucken, und zwar im Logbuch. Und zwar haben wir da der Gierige. Ich muss Azuro den Siebelring von Maugres bringen, um Botenschreiber fälschen können. Der Siegelring. Mist. Seekarte. Ja, wie kriege ich den Siegelring? Wie kann ich dem fälschen den Siegelring? Wo befindet sich der Siegelring? Vielleicht kann ich mit Maugros irgendwie reden. So. Der war es auch hier, ist jetzt sich befunden. Die Kiste ist leer. Jetzt hätten wir alles. Wir können mal kurz hier speichern. Hier ist der Diener. Steck ja nichts ein. Ach. Hier wird er viele Mach wir keine Dummheiten. 5 Punkte, die wir bräuchten. 65er Kiste habe ich selten gesehen. Dafür haben wir vielleicht gibt es einen Trank dafür. Was haben wir hier für eine Kiste? Eine 90er Kiste. Raus hier! Verschwinde! Ja. Also wir könnten es vielleicht öffnen. Ich guck mal. Du? Ich habe keine Zeit für dich. Ja. Das geht nicht. Wir könnten den aber. Sonst im Logbuch schauen. Okay. Genau, das hatte ich ja. Die Puppe habe ich ja. Dann mache ich das mal auch kurz. Da werde ich mal anstatt einer Fluchpuppe das nutzen. Und das war in der rechten Hand. Genau. Vielleicht besser, wenn ihr mal ein bisschen abhaut. Mach hier keine Dummheiten. Ja. Habe ich doch den Ring, der. Oder einen Trank, der. Irgendeinen Trank, der da reinpasst. Benutzbares. Trank der Klingen, Trank des Schutzgeist. Muskete, schwarze Magie, irgendwas mit Dieb. Plus 8. Silberzunge. Okay, das ist Pflanze. Trank des Diebes. Sehr schön. Hätten wir sogar. Gut. Jetzt würde ich mal kurz speichern. Mal gucken, ob es sich lohnt, den Trank des Diebes, der Diebe zu verwenden. So, benutzbares. Was haben wir da? Und hier oben ist er ja, Trank der Diebe. Gut. 65er Truhe. Okay. Mhm. Gut. Dann so. Okay. Die drei lassen sich hintereinander kombinieren. Der würde der aber zurückfallen. Und vielleicht so. Nee. So. Oh komm, Spiel. Übertreib's nicht. Das ist der und der. Genau. Dann der. Dann die beiden. Genau. Und dann. Ah. Haben wir denn hier drin einen Siegelring? Ring des Inquisitors. Hatten wir das nicht schon mal? Aber können wir trotzdem nehmen, alles? Benimm dich hier. Ja.
Aber das ist nicht der Ring von dem Typen und da bräuchten wir rein theoretisch Liebeskunst 90, um die andere Truhe noch zu öffnen. Steck ja nichts ein. Ach ja, ich weiß. Ach, jetzt laufen die mir schon wieder hinterher. Warte mal kurz. Ich sehe. Ach nee. Und du, Dina? Wenn es etwas gibt. Dann geh mal weg hier. Gut. Dann müssen wir nochmal speichern. Und zwar ist es wichtig, dass wir jetzt alles machen, was nötig ist mit dem Maurikato. So. So, okay. Dann gehen wir mal hin. Maurikato. Vielleicht können wir auch mit ihm seine eigene Truhe öffnen. Die gilt als verschlossen. Schade. Okay, vielleicht kann ich mit dem Diener reden. Meister? Gib mir den Schlüssel für mein Haus. Mach dich nützlich. Ja, gib mir den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel fürs Haus. Ihr besitzt ihn bereits, Meister. Oh, natürlich. Aber erstmal wenden wir mal ab. Dann gehen wir nochmal zu 90er-Tour. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Wie, ihr habt keinen Schlüssel? Willst du mich verarschen, oder was? Mach dich nützlich. Mach dich nützlich. Natürlich, Meister. Wache. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum stehst du nicht vor der Tür? Ich werde sofort. Na dann los. Mein Herr. Gut. Oh, Liebster. Kann ich irgendwas für dich tun? Wo ist mein Siegelring? Wo ist mein Siegelring? Er liegt oben im Schlafzimmer. Wo ist meine Pantoffel? Wo sind meine Pantoffeln? Da, wo du sie hingestellt hast. Okay. Oben im Schlafzimmer? Das ist das Schlafzimmer. Oh Gott. So. Okay. Damit haben wir den Siegelring auf jeden Fall. Und was brauchten wir noch? Ach, jetzt kann ich nichts zum Questmäßiges machen. Mal kurz, vielleicht können wir mit den Leuten reden. Hier. Schön, euch zu sehen. Gut. Nein. Ich weiß nicht, wie wichtig der noch ist, deswegen hatte ich ja gesagt. Nein, ihr habt euch bestimmt vertan. Ja, vielleicht. Da drüben war noch so ein Haus, das wir betreten konnten. Mit dem wir dann reden konnten. So. Bürger. Du musst weiter. Ja. Herr Azuro möchte nicht gestört werden. Ach ja? Aber wenn es wichtig ist. Genau. Wollte gerade sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht wichtig ist, wenn ich dabei bin. So. Erstmal seine Kiste war leer. Damn it. Mann. Die habe ich alle schon geplündert. Ist schon ein bisschen her. Ist einfach das Problem. Schöne Grüße an Hermina. Ja, Elissa. Richtig aus. Wow. Hey, der ist richtig sportlich, der Kerl. Verschlossen. Azulu. Maurikato, was hast du hier zu suchen? Bist du gekommen, um mich zu verspotten? Geh! Dammit. Ich kann doch mal was... Ne, ich kann ja eben nicht ein Logsbuch gucken, mein Gott. Wieso sollte ich die nochmal nehmen? Verschlossen. Warte mal kurz. Ich will mal kurz laden den Spielstand und dann schaue ich nochmal nach. Weshalb wir... Da war doch der Request gewesen. Und den Siegelring, den kann ich jetzt rein theoretisch auch so nehmen. Oder wenn er sich da befindet, wo er gerade war. Naja. Ist mir gar nicht aufgefallen, wo ich das Zimmer durchstreift habe letztes Mal. Ich gucke mal nach einem Logbuch, wofür wir das brauchten. Und... Ja, Zeit haben wir noch. Insofern ist das nicht das Problem. Kannst du zwischendurch nochmal gucken. Bett, Siegelring.
Zack. Jetzt haben wir einen Siegelring. Dann haben wir ein Blockbuch. So, Maurigato. Maurigato hat Garcia gesprochen. Sollte mit dir reden. Ja, so, verstehe. Das ist dann der Weg. Also muss ich den doch... Verschwinde! Ja. Jetzt muss ich ihn doch dazu bringen. Und zwar dann gehen wir mit ihm außerhalb des Gebietes, wo wir bisher waren. Und hier, Maurigato. Zack, übernommen. Steck ja nichts ein. Nö. Mach hier keine Dummheiten. Schön, dass es den, die zwar mitbekommen haben, aber was. Hey! Meister? Natürlich. Mach dich nützlich. Und du, Wache. Hey, Wache. Warum stehst du nicht vor der Tür? Nein. Und Patty? Später vielleicht. Schade. Schade. So. Rennen wir mal mit dem Kerl. Ich hoffe, der hat eine gute Ausdauer. Auch wenn er ein bisschen dicker ist als normal. Was war denn hier? Schwarze Oleander, habe ich das richtig gesehen? Jo, nehmen wir mal mit. Haben wir mal gut gebrochen. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Ja bitte? Man kann es ja probieren. Nein, im Moment ist es schlecht. So. Hey. Ah, Meister Maurigato. Willkommen. Schade. So. Sieh an, der Meister persönlich. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meiner Arbeit. Ja. So. Gehen wir mal kurz hoch. Und da haben wir doch den Typ mit dem Voodoo-Altar. Hey. Ich wüsste nicht, worüber wir beide reden sollten. Verdammt. Ich habe gehofft, dass ich rüberspringen kann. Kann ich. Und die sind ja bekanntlich hier unsterblich. Und... wenn man weitergeht als nötig, sagen die ja eh was. Hey! Meister Maurigato, wünscht ihr Einlass? Ja, ich wünsche. So. Okay. Wer bist du? Custodio. Ah, Meister Maurigato, gut, dass ihr kommt. Seid ihr bereit für die Ratssitzung? Die Ratssitzung? Nur weil Corrientes nicht da ist, werden wir die Sitzung nicht verschieben. Es gilt, über das Angebot abzustimmen, das uns Mara zukommen ließ. Was ist mit Corrientes? Nun, er selbst hat entschieden, uns zu verlassen. Unsere Gesetze sind in dieser Angelegenheit eindeutig. Natürlich ist es möglich, dass wir keine Einigkeit erzielen. Aber darüber machen wir uns Gedanken, wenn es soweit ist. Gut. Wie steht ihr zu dem Angebot? Wir sprachen bereits darüber und ich habe meine Meinung nicht geändert. Frieden ist eine vernünftige Basis, damit wir in der neuen Welt siedeln können. Der Krieg ist es doch, der uns zur Evakuierung zwingt. Na gut. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Gut, dann informiert Meister Godin und Puko. Wir versammeln uns in der Ratskammer. Gut, kann ich denn hier... Ja, kann ich. Ich guck mal kurz nach, wie lange wir schon haben. Bis gleich. So, Leute. Ein paar Minuten haben wir noch. Oder genauer gesagt, so eine Minute noch was. Und Meister Pugur. Wo haben wir denn den? Eine verschlossene Kiste. Kommen wir auch sonst hier mal rein? Gudin. Wir halten eine Versammlung ab. Um über das Angebot des Piraten abzustimmen? Was hältst du davon? Bisher habe ich mich euch angeschlossen, aber Mara... dieser Schlange ist nicht zu trauen. Zu viele unserer Schiffe hat sie zerstört. Zu viele Männer haben ihr Leben gelassen. Ich weiß, wir schulden euch viel, Meister Maurigato, aber dieses Mal werde ich euren Rat nicht annehmen. Ich kann in dem Angebot nichts Gutes entdecken. Gut. Da ist er mit dabei. Der Gudin. Der auf jeden Fall in dem Fall auf unserer Seite steht. Geschlossene Kiste. Noch eine Wache. Sieh an, Meister Maurigato. Heute allein? Ja. Such dir etwas Bestimmtes.
Ich sehe mich nur mal um. Jederzeit. So. Okay. Na, ja, warte mal kurz. Schmerztöter. Die Tür ist verschlossen. Was haben wir da? Da kommt schon ein uraltes... Alter Scheiß. Tja, ja, warum nicht? Alter Mist. Anleitung zur Verstehung von Rundmagie. Ja, herrlich. Schöne Anlehnung. Alter Mist. Schöne Anlehnung. Ja. Dann was haben wir hier? Eine Bloody Mary. Beschluss des Hohen Rates. Dieses Buch ist voller nützlicher Informationen. Aber das nützt mir nichts. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Gut. Ein Bauplan. Aber gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euch dann noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.